Elise, er blinzelt dich an und leckt über seine Lippen. Natürlich. Beschreiben Sie Lady Elise. Sie ist eine auffallend schöne junge Frau, sieht ihrer Mutter ähnlicher als mir. Sie hat kastanienbraunes Haar und feine edle Züge. Sie müsste jetzt 28 oder 29 Jahre alt sein. Erzählen Sie mir über ihr Verschwinden. Vor ein paar Tagen haben wir hier in Dürfurt Rast gemacht. An unserem vierten Abend hier befasste ich mich damit, unsere Reise fortzusetzen. Lady Elise fühlte sich unwohl und ging zum Bett. Als ich mich ein paar Stunden später ebenfalls zurückzog, bemerkte ich, dass sie verschwunden war. Keiner meiner Männer hatte sie gehen sehen und auch in der Schenke wusste niemand, wo sie war. Seit dieser Zeit durchkämmen meine Leute das Dorf. Bisher haben wir keinerlei Hinweise gefunden und die Einheimischen helfen uns nicht. Warum sind Sie und Elise nach Dürfurt gekommen? Es war nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Reiners Rast. Kurz vor unserer Ankunft aber wurde sie krank. Deshalb schien es mir nur vernünftig zu sein, ihr ein paar Tage der Erholung zu schenken. Was gibt es an Reiners Rast? Er runzelte die Stirn, als ob er protestieren wollte, gibt er aber dann mit einem Seufzen nach. Lady Elise hat ein Alter erreicht, in dem eine Heirat vernünftig ist. Angesichts all dieser Schererei mit dem Vermächtnis kann ich ihre furchtbaren Jahre nicht einfach so vorüberziehen lassen. Aber ihren Schoß in Zeiten so vieler Hohlgeburten, war faul zu sehen, das will ich auch nicht. Entlang der Küste gibt es doch bessere Straßen. Wäre es nicht einfacher gewesen, ihnen nach Einers Rast zu folgen? Wo ist der Rest ihrer Familie? Sie würden die Verlobung ihrer Tochter sicherlich nicht verpassen wollen. Ich weiß zufällig, dass Fürst Rettig von Goldthal seit kurzem wieder alleinstehend ist. Sollten Sie nach einem geeigneten Mann suchen? Oh, das ist böse. Aha, wieder zurück zu Ihrer Tochter. Wo ist der Rest Ihrer Familie? Ich fürchte, Lady Harrod ist nicht reisefähig. Leider hat Elise nur wenig nahe Verwandte. Meine Schwester und ihren Ehemann, Elise Tante und Onkel, natürlich haben Edir in den letzten Monaten besucht. Er reibt seine Fingerknöchel. Was Geschwister angeht, Elise hat keine. Meine Frau hat nur Hohlgeburten erlitten. Das heißt, seit Elise. Entlang der Küste gibt es doch bessere Straßen. Wenn ich das gedacht hätte, würde ich doch jetzt nicht durch den Wald mühen, oder? Er winkt mit der Hand. Die Hauptstraßen sind verstopft mit Menschen, die in alle Richtungen von Weidmanns Vermächtnis zu fliehen versuchen. Einer Karawane wie meiner wäre es schwer gefallen, ohne Zwischenfälle voranzukommen. Zum damaligen Zeitpunkt schien es vernünftiger zu sein, in aller Stille die Hinterstraßen zu benutzen. Ich kann nicht anders, ich muss das mit Fürst Redrick mal machen. Das würde niemals funktionieren. Elfen und Menschen können keine Nachkommen zeugen. Ja. Aha, wieder zurück zu ihrer Tochter. Was ist mit dir? Lass diese vorherigen Fragen. Auf Wiedersehen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Genau, Fürst Redrick, weil wir ihn noch nicht getötet haben. Wer kommt da die Treppe hoch? Die Orlanerin hält sich beim Fenster auf und spielt ein paar Sekunden hinaus. Als du den Raum betrittst, behält sie dich genau im Auge, wobei sie eine Hand über ihr Stilett hält. Sie regt ihren Hals um hinter dich zu schauen. Ist dir jemand gefolgt? Wer hat dich geschickt? Jemand hat mir gesagt, du wärst für die schändlichen Morde in Trutzburg verantwortlich. Was redest du da? Och, ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Ich bin hier, um die ermordeten Kinder der Trutzburg zu rächen. Was redest du da? Der gegen die Wand lehnende Mann schaut zur Tür hinaus und nickt der Orla zu. Die Hand über ihre Waffe entspannt sich, aber sie behält dich immer noch genau im Auge. Einige alte Freunde aus Trutzbuch suchen nach mir. Wir sind nicht mehr ganz so eng befreundet, wenn du verstehst, was ich meine. Ich versuche nur, keine Aufmerksamkeit zu erregen und mich um meine eigenen Dinge zu kümmern, weißt du? Chefin, ein Amauner schaut die Orlan an und deutet mit seinem Kopf auf dich. Schon gut, schon gut. Sie hebt eine Hand zum Amauner, bevor sich wieder dir zuwendet. Mein Freund hier denkt, dass du uns vielleicht aus der Patsche helfen könntest, aber da du sicherlich viel beschäftigt bist, soll es auch nicht dein Schaden sein. Sie schnippt dir ein paar Münzen zu. Sieh dich einfach ein bisschen in der Ortschaft um und komm dann zurück und berichte mir, ob der Weg frei ist oder ob du irgendwelche verdächtigen Gestalten gesehen hast. Du bist ziemlich argwöhnisch, um was geht es hier? Jemand hat mir gesagt, du wärst für die schändlichen Morde in Dunsburg verantwortlich. Nun gut. Ich werde mir berichten, wenn ich jemanden finde, der in einer Ecke herumschleicht oder manisch durch die Gegend gackert. Kein Versprechen. Um was geht es hier? Sie kratzt sich im Genick. Eventuell habe ich mich mit einigen mächtigen Leuten in Putzburg angelegt.
mächtigen kriminellen Leuten. Es musste wohl früher oder später passieren. Ich bin Diebin vom Beruf und in dieser Stadt, diesem Beruf nachzugehen, ohne sie zu verärgern, ist schwer. Jetzt versuche ich noch ein bisschen Distanz zwischen uns zu bringen. Eigentlich sollte ich dir gar nicht das gleiche erzählen, aber du wirkst nicht, als würdest du zu Tratsch neigen. Ja, jemand hat mir gesagt, du wärst für schändliche Morde in Trutzbucht verantwortlich. Lass mich raten. Hieß dieser jemand Madrid? Sie zieht ihr Stilett. Es ist eine Lüge, ganz einfach. Ich habe es mir mit seinen Arbeitgebern verscherzt und jetzt ist es hinter mir her. Aber wenn du hier bist, um seine Drecksarbeit zu erledigen, werde ich es dir nicht leicht machen. Entspann dich, ich möchte nur deine Geschichte hören. Was für eine Geschichte. Die Dominants sind mir auf den Pelz gerückt. Ich habe einfach nur den falschen Ort überfallen. Wer hätte ich denn wissen sollen, dass sie ihn schon beansprucht hatten? Sie fährt mit ihren Händen unter die Kapuze durch ihre Haare. Es war nur ein Fehler. Jetzt versuche ich noch irgendwie zu überleben. Und wenn du mit Medrev gesprochen hast, dann weißt du, wo er wartet. Bitte mir, hilf mir, von hier zu fliehen. Also, sobald die Dominals im Spiel sind, werde ich nicht denen helfen, die zu den Dominals gehören. Deswegen sagen wir ehrlich, geh nach Osten. Also ich könnte sagen, angreifen bei dieser Sache ergreife ich Partei für die Dominals. Nein. Geh in westliche Richtung zum Tempel. Der Weg dorthin ist frei. Geh nach Osten. Medrev wartet westlich des Ufers auf dich. Sie nickt langsam. In Ordnung, ich vertraue dir. Nicht, dass mir eine Wahl bliebe. Sieh zu, ob du ihn in die andere Richtung schicken kannst. Das sollte mir etwas mehr Zeit erkaufen. Sie folgt dem vermummten Gestalten zur Treppe und wirft dir, als sie durch die Tür geht, einen letzten ungewissen Blick zu. Ja, und sie fragt dann noch, wer kommt da die Treppe hoch? So, hier drin ist nichts mehr. Dieses Gemälde steht eine Waldschlucht irgendwo im Land der Lebenden da. Dieses Gemälde steht die weitreichenden Gebirgsläufe unter den Bergen der Weißmark da. Oh. Interesting. Und hier ist der Kampfstab vom Gildenmeister. Das Glas dieses Fensters ist zerbrochen. Jemand hat es mit verzogenen, knorrigen Brettern zugenagelt. Ja, das wird wahrscheinlich das Fenster in Richtung der Gerberei sein. Not sure how I Hope that feel helps. about this. Und ja, wenn es nicht rot ist, dann knacke ich es. Das Not sind sure wahrscheinlich how I feel about this. That eh helps. die Truhen in meinem Schlafzimmer. Weil solange das Schloss gelb ist, ist es kein Diebstahl. Und solange muss ich mich auch nicht schlecht fühlen. Ja, und Vermächtnis des Blutens. Für Sarod hat Jungfürstin Elis schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen und anscheinend haben die Dörfler von Dirford ihm auch nicht besonders geholfen. Aber vielleicht bringe ich etwas mehr in Erfahrung, wenn ich mich ein wenig umhöre. So, mit den restlichen hier habe ich schon geredet. Außer Sid hat vielleicht noch was zu Greetings. sagen. Nö. Vielleicht kann Eron mir helfen. Danke noch einmal. Dirford ist zwar sehr ruhig, aber langsam gefällt mir das richtig. Ja, hier sind nochmal Dörfler. Sie ist schon seit Tagen verschwunden. Ihr Leute könnt uns doch nicht einfach weiter auflaufen lassen. Und ihr könnt nicht einfach so in unsere Häuser herbeipassen. Wir haben doch schon gesagt, dass sie nicht hier ist. Smells like my old hunting leathers. Oh, Horn einer älteren Antilope. Ihr habt nicht zufällig hier in der Gegend eine junge elfische Edelfrau gesehen. Wenn uns die Wächter dieses Fürsten weiter so drangsalieren, wird er bald größere Probleme bekommen. So, holen wir uns noch unsere letzte
Gefährtin vom Hauptspiel ab. Tränke, günstige Tränke, Tränke und au. Oh. Die Farbe flog kurz wie durch dich hindurch, als wüsste sie gar nicht, dass du hier bist. Hey. Warum denkt so ein Hochgeborener, dass wir seine Tochter entführen würden? Wir haben doch schon genug Probleme. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir hier im Dorf zum letzten Mal ein gesundes Neugeborenes hatten. Hallo, trauernde Mutter. Diese Bauersfrau mittleren Alters trägt Lederkleidung, die ihr bis zum Knie reicht. Sie bearbeitet holziges, farbloses Gemüse, das in einem Haufen vor ihr liegt, wobei sie mit einem Gemüsemesser die Köpfe der langfasrigen Stängel abschneidet. Letztere wirft sie einem nach den anderen weg und legt die Gemüseköpfe in einen kleineren, wiegenartigen Korb vor sich. Sie grüßt dich, als du dich näherst. Du weißt nicht mal, ob sie weiß, dass du da bist. Entschuldige bitte? Die Frau antwortet nicht, sondern schneidet mit gleichmäßigem Rhythmus die Gemüseköpfe ab. Sie könnte auch taub sein. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie dich gehört hat. Die Frau studieren. Auf den ersten Blick scheint sie nicht mehr als eine unscheinbare Frau mittleren Alters zu sein. Vielleicht etwas weniger ernst als die meisten, die mehr auf die Strickarbeit auf ihrem Schoß, also auf ihre Umgebung konzentriert zu sein scheint. Dennoch bemerkst du plötzlich, dass sie nicht mehr das Gemüse vor sich bearbeitet, sondern webt und dass die Gemüsetöpfe vor ihr verschwunden sind. Sie schenkt dir weiterhin keine Beachtung. Wie die Haare vieler anderer Dörfler, die du gesehen hast, schaut auch ihre braunen Locken bedingt durch mangelndes Waschen zerrissen und verheddert aus. Irgendetwas an ihr ist merkwürdig verschwommen. Sogar die Bewegung ihrer Hände, die farblosen Fäden handhaben und ihre Art von Desinteresse zeugen. Es könnte sein, dass sie nicht ganz bei sich ist oder gar taub, aber irgendetwas fühlt sich falsch an. Während du zusiehst, nimmst ihr Stricken einen merkwürdigen Rhythmus an und dich beschleicht ein fürchterlicher Verdacht, dass etwas hinter dem lauert, was dir deine Augen zeigen. Auf die Frau konzentrieren. Ihre braunen Haare sind unwahrscheinlich lang und reichen bis zu den Händen. Und als du dem Strom ihrer Lok nach unten folgst, werden die Haare auf einmal lang und schwarz und teilen sich in schwarze und silberne Strähnen auf, die sich um ihre Hände wickeln. Mit den Fäden strickt sie eine Seelenwiege. Mit langen, spitzen Fingern, wie Stricknadeln wirken, flechtet sie vor dir ein Netz. Es wirkt fast hypnotisch auf dich. Die silbernen und schwarzen Strähnen ihrer Haare weben sich zusammen, wobei Silber die dominierende Farbe ist, die schwarz schattiert wird. Plötzlich bist du ganz ruhig. Du stehst auf einem Plateau, das fast so wie ein Turm ist und mehrere Stockwerke misst. Das Plateau ist wie ein Teller, der unter freiem Himmel liegt. Unterhalb des Plateaus erstickt sich in alle Himmelsrichtungen ein nebelhafter Wald. Aber ob es sich tatsächlich um Nebel oder den visuellen Effekt der Entfernung oder eine Erinnerung handelt, ist dir nicht klar. Über dir ruht, einsatzbereit in der Krümmung eines natürlichen Bogens, eine große Kupferglocke, die halb so groß wie ein Mann ist, als ob sie auf dich und das Ergebnis herabschauen würde, das sie vor dir entfaltet. Das Plateau hat die Sonnenwärme aufgesaugt und der Fels unter dir fühlt sich rau und warm an. Der Himmel bildet eine Wiege um dich herum. Du fühlst dich anders, nicht körperlos, aber du spürst, dass sich dein Körper und deine körperlichen Konturen zusammen mit deiner Umgebung verändert haben. Und du hörst eine Folge sanften Glockenläutens, das sich wie Windspiele anhört. Mit dem Glockenläuten nimmt die Szene an Farbe und Textur zu, als ob es dich sanft nach vorne rufen und dabei deine Sinn und Gedanken füllen würde. Wie Nebel, der sanft in eine versiegelte Kammer strudelt und auf die Glocke konzentrieren. Das Glockenläuten zieht dich weiter in die Erinnerung hinein und du bist dir sicher, dass es sich um eine Erinnerung handelt und um eine gute noch dazu. Du befindest dich auf der Felsoberfläche des Plateaus. Deine Knie spüren die warme Beschaffenheit des silbernen weißen Bodens, der wie Adra schimmert. Das Plateau scheint daraus zu bestehen und glänzt in der Sonne. Du kannst die Wärme auf deiner Haut, deinen Handgelenken und deinen Händen spüren, die sich in Bewegung befinden. Sie stricken aber keine Feen, vielmehr sammeln sie und bewegen sich fast zärtlich zu den Anfangsumdrehungen von Berats Rad. Deine Hände sind feucht, deine Hände liegen auf der Haut eines neugeborenen Kindes. Und du kannst den Austritt eines winzigen Kopfes spüren,
Wie er sich in deinem Griff dreht, glitschig und feucht vom Mutterleib. Die Hände des Körpers, in dem du steckst, haben das viele Male getan und sie wirken geübt und sicher. Als der Kopf herauskommt und ein Strom von Flüssigkeit aus dem Mutterleib ihm beim Herausgleiten hilft, spürst du in deinem Kopf einen entfernten Schmerz und hörst das angestrengte Atmen einer Frau und einen Aufschrei. Konzentration auf das Kind und die Bewegung deiner Hände. Während sich deine Hände bewegen, hörst du klares Glockengeläut, das durch den Nebel der Erinnerung schneidet. Du kannst nicht erkennen, von wo es kommt, aber es ist nah und soll beruhigend wirken, dessen bist du dir sicher.